Sein Name war Geralt von Riva. Hallihallo, ja, ihr habt eben richtig gehört, Geralt von Riva ist zurück. Ich kann es selbst kaum glauben. Nein, Spaß beiseite, ihr habt sicherlich gemerkt, dass ich nach einigen Parts das Projekt irgendwann eingestellt habe. Das war leider hardwarebedingt, konnte ich das nicht mehr fortführen. Ich konnte das Spiel absolut nicht mehr starten, ich weiß nicht, woran das lag. Und jetzt auf einmal läuft es, ich kann es spielen und deshalb habe ich mir gedacht, komm, es gibt nichts, was nicht zu Ende gebracht wird, wir spielen das Spiel weiter und deswegen werde ich das auch jetzt tun. Ich habe zwar eigentlich für heute Nachmittag King Arthur 2 angekündigt, aber das ist noch am Laden bei Steam, also habe ich jetzt noch ein bisschen Zeit und kann mich ein bisschen um unseren Hexenmeister hier kümmern. Tja, wir sind Ende Kapitel 1 stehen geblieben mit der Zerstörung der Bestie, dem Töten der Bestie. Hier liegen die Überreste und ich bin jetzt dabei, gerade alles einzusammeln. Oh, mein Inventar ist voll. Das ist Fail. Was haben wir denn hier noch? Was für ein tapsmanischer, komischer Typ hier. Okay, scheinbar haben die kein Gold oder sowas mehr. Oh, da hat Orange dabei. Ich muss mich erstmal wieder an die Steuerung gewöhnen. Was haben wir denn hier noch? Die Barkastenschädel, die brauchen wir glaube ich nicht mehr. Das ist unnütz. Übrigens, Geralt, du darfst jetzt dein Schwert mal wegstecken. Zurück in die dann hier. Halter-Ding da eben. Oh. Die sind alle tot. Hey, das ist doch nicht die Hexe, oder? Also die angeblich eine Hexe sein sollte. Ich hoffe nicht. Jetzt muss ich erst kurz überlegen. Jetzt müssen wir zu dieser einen Torwache. Wir haben jetzt ein Passierschein bekommen für die Stadt. Und wir müssen jetzt eigentlich zu dieser einen Torwache. Stadtwache. Ich glaube, der heißt Mirkul. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Wie gesagt, ich habe es lange nicht angehabt. Wir werden mal kurz die Questkarte schauen. Das ist der Vergangenheit. Was ist denn das? Ach, das war das. Ich habe einen Passierschein. Ich sollte Shani wie vereinbart in der Taverne suchen. Ach, ich soll erst zu Shani gehen. Dann machen wir das doch mal. Jetzt habe ich vor lauter Schreck vergessen, das auf der Karte zu markieren. Okay, wir sind jetzt hier. Das ist das Gasthaus. Das heißt, wir drehen uns einmal rum. Laufen in diese Richtung. Aber Geralt, du darfst dein Schwert richtig mal wegstecken. Ich weiß ehrlich gesagt die Taste dafür nicht mehr. Das sind die Kampfstile. Geralt, steck dein Ding weg. Habe ich mich hier verlaufen? Fängt ja gut an hier. Ich darf tatsächlich auf die Karte schauen. So, irgendwie habe ich mich hier verlaufen. Kaum zu glauben. Wer bist du denn? Wer bist denn du? Hallöchen. Lass mich mal nur Äffchen. Das ist schön, ich freue mich. The Witcher 1 ist wieder da. Das freut mich sehr. Kann ich dieses Projekt auch endlich mal weiterführen? Lauf, Geralt! Lauf, lauf, lauf! So, dann wollen wir mal gucken, ob die liebe Shani noch im Gasthaus ist. Kann ich da wohl upsala, ich wollte keinen Zauber wirken. Ich will das Schwert endlich mal wegstecken. Jetzt kann ich doch tatsächlich gleich gucken gehen in der Menüsteuerung, wie der das Schwert wegsteckt. Das ist mir echt unangenehm. Naja, wir machen alle mal Fehler. Aber ich habe es echt lange nicht gespielt und weiß echt nicht mehr, wie man das Schwert wegsteckt. Ich dachte eigentlich, er wollte ich gerade sagen, er macht das von selbst.
So, da haben wir doch die liebe Shani. Einmal anquatschen, bitte. Geralt, ich habe mir solche Sorgen gemacht. Ich erzähle euch alles auf dem Weg nach Visima. Hier bin ich fertig. Ich ebenso. Ich hoffe, ich kehre niemals zurück. So viele schlechte Menschen. Dies sind keine angenehmen Zeiten, Geralt. Dennoch, wisst ihr, wie die Bestie entstanden ist? Nein. Sie selbst schufen sie unwissentlich durch ihre Missetaten. Kein noch so mächtiger Zauberer hätte das vermocht. Glaubt Klingt es? wie ein Märchen. In jedem Märchen steckt ein Körnchen Wahrheit. Oha. Quest aktualisiert. Ich muss das Tor noch ein bisschen mehr erreichen und mit Mikro sprechen. Ja, da ich ja gestern. Gehen wir. Wieso gehen jetzt die Türen nicht auf? Achso, da ich gestern eigentlich schon eine Aufnahme machen wollte und kurz schon mal auf der Karte umhergelaufen bin, um erstmal da durchzublicken, was ich hier überhaupt mache, habe ich Mekul getroffen. Der stand bei der alten Mühle. Ich will mal gucken, ob der da jetzt immer noch steht und werde ihm dann mal diesen komischen Passierschein zeigen, den wir von dem Dorfältesten bekommen haben. Oder Priester oder was der war. Ich glaube, das war der Geistliche, hieß der. Mal gucken, ob uns das Dokument in die Stadt lässt. Zugang zur Stadt Visima verschafft. Will ich doch hoffen. So, Shani, dann auf. Folgt mir, Kleines. Aber ihr kennt mich mittlerweile. Für die, die schon mehrere Sachen von mir angeschaut haben, die wissen, dass ich einer bin, der ständig speichert, oft speichert. Weil ich einfach schlechte Erfahrungen gemacht habe, dass Spielstände auf einmal wechseln oder man vergisst es einfach mal eine halbe Stunde und dann muss man wieder weiter vorne anfangen. Deshalb speichere ich öfters und das mache ich auch jetzt gerade mal direkt. Wir suchen uns ein neues Fach, damit wir keine alten Daten überspeichern. Wer weiß, wer weiß. So, jetzt muss ich ehrlich gesagt überlegen. Ich glaube, man kann einfach querfeldein laufen. Zu mir cool. Entweder gehen wir über die Brücke auf der linken Seite oder wir laufen rechts ums Ufer rum. Mal schauen. Aber ich denke, ich werde den offiziellen Weg laufen. Na komm, Geralt, beweg dich. Flott. Ist ein Hexer. Ich kann nichts aufhalten. So, jetzt bin ich doch falsch abgewogen. Roffel. WTF. Dann ist nämlich diese komische Höhle. Ich hab gefailt. Fängt ja gut an. Umland von Visima. Ich bin ganz am anderen Ende. Wo ich eigentlich hin wollte. Heißt, hier vorne bei diesen brennenden Häusern muss ich links abbiegen. Dann eigentlich immer noch geradeaus. Dann müsste ich auf die... Oder... Ich wollte schon gerade sagen, vielleicht kennt Shani auch den Weg. Oder Shani. Sie scheint ja auf mich zu warten irgendwie. Komm, Babe. Okay, sie läuft tatsächlich vor. Hätte ich eben mal aufgepasst. Dann hätte ich mir den Weg jetzt sparen können. Aber nun ja, jetzt geht's eben weiter. Oh oh. Da heulen wieder Wölfe. Das hier für ein Ninja-Tempel. Ninja-Schrein. Erinnert mich irgendwie ein bisschen an Gothic 2. Ja, beweg dich, Mädel. Komm schon. Tanz für mich. Geralt kann dir auf den knackigen Po gucken. Haha.